So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 20.36 Uhr. Die US-Märkte laufen also noch. Kommen wir als erstes zu Gold. Gold konnte hier die Korrektur exakt abliefern und stieg dann deutlicher als gedacht an. Heute kann er sogar hier die markanten Abwärtstrend brechen. Wenn man das aber im kurzfristigen Zeitfenster anschaut, hat sich jetzt halt die letzte Aufwärtswelle hat noch mal eins draufgesetzt und jetzt sollte dann, wenn das jetzt hier die letzte Welle war, sollte das jetzt hier korrigieren. Also jetzt hier nochmal drauf springen ist im Prinzip zu gefährlich. Hier gab es etliche Kaufmarken oder auch Rückläufe, die kaufenswert waren. Allerdings, wie gesagt, eventuell sind einige oder auch ich zu früh ausgestiegen. Zum DAX war heute Morgen die Marke von 10.200 wichtig. Auf Xetra, darunter sah es eben nicht mehr gut aus und wie in der Tat öffnete der DAX gleich darunter. Hier gab es ein deutliches, ja, im Prinzip schon relativ deutliches Abwärtsgap, für das, dass die Volatilität relativ gering war davor und hat im Tief die 10.050 erreicht. Hier darf dann gerne nochmal ein Tief folgen. Wenn man das jetzt hier im größeren Chartbild anschaut, dann sieht man, dass hier nochmal die Gap-Unterkante getestet worden ist und hier kann es jetzt eben mit einem neuen Tief, also wenn das nicht bestätigt wird, aufwärts gehen wieder. Aber eben auch wie vor Wochen eingezeichnet eher eine Seitwärtsbewegung und das hier war ja dann ein Fehltrade, nachgezogener Stopp, der hier minimal dann ausgestoppt worden ist mit etwa 20 Punkten. Hier war eben die Möglichkeit da, dass es nach oben ausbricht. Allerdings eben hier ab der Marke war es dann negativ. Zum Euro, zum US-Dollar, japanischen Yen, hat ein Tief gemacht. Das Tief wurde nicht weiter abverkauft. Umkehrkerze. Somit kann jetzt hier eben auch was fertig sein und es kann jetzt hier eine größere Gegenbewegung starten. Deshalb ist hier das Short Limit erstmal gestrichen. US-Dollar, kanadischer Dollar, konnte man sehr schön ein Setup in den Gewinn bringen. Hier gab es sogar noch weitere Verluste von dem Währungspaar. Also dürfte hier jeder im Gewinn sein. Das Euro, kanadische Dollar, ist hier nicht ausgeführt worden. Hier gab es nur einen Zwischenspurt, was man getradet hat. Kommen wir zu den amerikanischen Setups. Ja, die Twitter macht weiter Sorgen. Jetzt gibt es hier genauen Rücklauf auf das Ausbruchsniveau. Habe ich hier auch schon wie oft erwähnt. Entweder jetzt darunter, entweder dass man sich hier ausstoppen lässt oder nachgezogener Stopp oder auch den Anfangsstopp belassen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Der Dow Jones hat ein Diskursziel erreicht. Hier gibt es, wie gesagt, schon, habe ich auch schon gestern erwähnt oder als auch die Kerze da war. Nach oben sehe ich jetzt erstmal nichts Größeres jetzt kommen, wenn sich hier ein bisschen auskonsolidiert. Dann ja. Was macht die Chinko Solar noch? Ist hier unten im Minus, aber noch nicht ausgestoppt. Hier, was ein bisschen ärgerlich ist, WTI und Brent. Ich lade erstmal Brent. War gestern ja ein Short Limit knapp über dem Wochenwiderstand. Und ja, habe ich dann halt rausgenommen, weil es genau am Morgen noch eben um 8.30 Uhr war das die richtige Entscheidung. Es ging noch hier ein Stück höher.
Dann war ich eben unterwegs, konnte dann im Stundenchart nicht das erste Signal handeln, ja, wo hier der steile Abwärtstrend gebrochen ist. Den Rücklauf war dann Limit drin, was ein Stück weiter höher war. Also muss man eben dann morgen sehen, wohin sich das Öl sich entwickelt. Ich warte, wenn es hier nochmal hochgeht. Oder, ja, das wäre aber dann eben wirklich eben schade, weil hier oben das Limit drin lag. Wenn wir jetzt hier Trend bestätigen nach dem neuen Tief nochmal reingeht, da ist hier aber in meinen Augen nicht ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis mehr da. Beim WTI ist die Kerze jetzt hier auch erstmal ja, negativ natürlich, ja, deutlich schwarz, aber konnte sich hier knapp über dem letzten Tageslow halten, war ein neues Tief zwar, aber jetzt steht es drüber. Ja, mal abwarten, wie gesagt, was morgen dann auch die Wochenkerze bringt, Freitag. Euro-australisches Setup, hier liegt man zwar im Minus, aber noch über dem Stopp. Hier hätte es eher direkt nach oben gehen dürfen, aber solange eben hier das Tief nicht erreicht wird, kann hier sich das nochmal nach oben ausdehnen. Neues Signal wäre natürlich hier über dem letzten Hoch, wer jetzt also noch nicht drin ist, kann hier über der Marke ein Stop-Buy-Limit setzen. Die ATWA ja, ist nochmal hier abgeprallt. Wie gesagt, hier plus minus 0 kann man jetzt rausgehen. Das ist jetzt, dürfte nicht mehr so prickelnd sein. Die gestrige Tageskerze war schon nicht so besonders. Hier hat sich beim Pfund australischer Dollar sich jetzt hier das alternative Setup ist eingetreten. Ging hier an das 50% Retracement. Zwar runter, aber jetzt hier die Kerzen sehen für mich sehr, sehr schön aus, dass es hier jetzt direkt nach oben dann durchzieht. Solange hier das den Stopp kann man hier direkt auf das letzte Tief platzieren und dann einen riskanten Long Trade wagen. So, vieles, ja, wenn man jetzt hier nochmal kurz ein kleines Revue passieren lässt, viele Kursziele nach oben sind eben erreicht worden oder teilweise eben übertroffen, hat vieles gepasst. Natürlich ist es beim Gold eben schade, dass man dann doch hier frühzeitig raus ist, aber gut, hier gibt es, denke ich mal, demnächst eine neue Long-Chance. Danke fürs Zuhören und bis morgen.